So, herzlich willkommen zu einer neuen, weiteren Folge von Hearthstone. Heute spielen wir wieder etwas gewerteten Modus. Hab da auch schon etwas vorgespielt, nenne es jetzt mal. Beim letzten Mal, glaube ich, waren wir Rang 18. Ein bisschen gegambelt und bis auf Rang 15 jetzt mal vorgearbeitet. Und jetzt schauen wir uns das ein oder andere einfach mal an. Vielleicht. Naja, mit einer Siegsträhne. Schauen wir mal, ob wir irgendwas reißen können. Gul'dan gegen Uta. So, Deckliste blende ich wieder ein. Wird mir gehören. Und das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Den einen Golem nehmen wir mal weg. Okay. Na dann. Schauen wir uns das mal an. Ich rieche Blut. Okay. Nee, mach mal anders. Und drücken wir die Spinne raus. Jawohl. Mal dahin. Ich den jetzt einwerf. Drei. Ja, dieser Flammenwicht, ich hab's glaube ich schon mal gesagt. Das ist. Ja. Irgendwie. Naja, mal gucken. Vielleicht können wir den gegen irgendwas anderes mal irgendwie tauschen. Befolgt die Regel. Gut. So. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Gefällt. Oh, der auch. Zack. Ah, okay. Mal Druck machen. Ja, machen wir so. Zwei klatschen wir jetzt hier rein. Den. Stürmer die zwei hier. Noch fünf in der Karte. Passt. So, lass mal was machen. Okay. Gut, hat ihn viel gekostet. Jetzt geht er wieder auf meinen. Ja, okay, habe ich verstanden. Dann müssen wir jetzt gucken, wie wir es machen. Das machen wir jetzt so. Das soll eine Waffe sein. Zack, und die raus. Zack, nochmal 10 Schaden machen. Und dann schaut er erstmal die Röhre. Oder ich. Je nachdem. Uhrzeit. Was ist das? Ja. Ach. Ah, ja. Gemacht. Oh gut. Naja, jetzt
Leute. Okay. Jetzt kommen wir ein bisschen in Stress. Melde mich zum Dienst. Ja. Muss ich irgendwas tun? Aber was? Der ist erstmal nicht so schlecht. Der ist erstmal nicht so schlecht. Den weghauen. Das gibt Flecken. Den weghauen. Na, Karte ziehen ist mir jetzt ein bisschen zu knapp. Noch haben wir nicht verloren, aber es wird. Okay. Schon 6 Schaden. Und noch ein bisschen was für zwischendrin. Ja. Na gut. Ja, ach komm, was nicht so spannend hier. Auf jeden Fall wegräumen und Scheiße. Na gut. Dann ging der erste mal so richtig schön daneben. Aber gut. Gut gespielt. Ja, ja. Lass dich feiern. Gut, gespielt. Dann weiter. Nach dem Aufstieg gleich wieder ein Abstieg. Wen haben wir? Gul'dan gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Eure Seele wird mir gehören. Wir fangen wieder an. Das heißt wieder. Doch, und das war auch angefangen. Ja, mehr war nicht drin. Aber ein paar Karten gefehlt, die man so brauchen könnte. Und ja. Schauen wir mal, wie wir uns gegen Magier machen. So, aus dem und weiter. Na, normalerweise müsste er die jetzt rausnehmen hier mit seinem Fireball. Was hat er vor? Was hat er vor? Na gut, dann versuchen wir es mal Dampf zu machen. Ich kenne dich wirklich. Sehr, sehr schön. Ich muss mit denen aber dazwischen. Und den hier. So. Entschuldigung. Aha. Das wollte er. Oh, gut. Immer. Prima. Mein Schild für Argus.
Schön drauf, immer drauf. Nicht lange fackeln. Nicht lange fackeln. Schmeißen wir mal eine Steinchen rüber. Jetzt. So. Was soll das werden? Ich lege mein linkes Ei. Ziehe noch eine Karte. Und den behalte ich für das linke Ei hier. Und wir ziehen erstmal weiter schön drauf. Okay. Ja, diesmal sieht es besser aus. Jawohl. Den schon gelöst. Ja, aber 5. Okay, also. Ja, ich denke, das sollte es gewesen sein. Das soll eine Waffe sein. Das sind 6, ne? 7. Coole Sache. So. Der dürfte wissen, was jetzt kommt. Und Ramba Zamba. Let's go. Jawohl. Das sah da schon viel besser aus. Und dann machen wir. Ja, ich würde sagen, wir machen noch eins. Kommt. Immer drauf. Priester, da haben wir da alles mal gehabt. Das Licht wird den Sieg bringen. Eure Seele wird mir gehören. Dürfen wir heute oft anfangen. 1, 2, 3, den weg. Naja. So eine recht schöne Kurve. So. Vielen Dank. Ich grüße euch. Paladine spielt mit Priester. Okay. Unser Zug. Ja. Werfen wir Golem mal raus. In der nächsten Runde dann die 12 vielleicht. Mal gucken, was sie eher es macht. Meine Augen sind offen. Wir spielen es anders. Wir rufen die Spinne. Wir verleihen ihm Max Bo Angriff, räumen den weg. So, da drauf. Muss ich überlegen, wann fängt er an mit seiner Weihe? Ich glaube, es war Mana 5. Ja. Da gehen dann einige drauf, aber gut. Ich muss mal gucken. Die grünen Karten sind auch schön. Der Kartenrücken. Okay, 2. Habe ich nicht so ganz verstanden. Aber gut, man muss ja auch nicht alles verstehen. Wo bolzt man den dazwischen? Hier, zwischen die zwei, oder? Genau. So, jetzt wieder Feuer frei. 6-mal Schaden. Klick, klack. Müsste Weihe kommen, aber. Oh, die muss raus. Die muss raus.
weil sonst macht der Weiher mit 3 Schaden. Und deswegen machen wir das gleich mal so. Ja, den besten, was Besseres konnte uns eigentlich nicht passieren. Und die 2 hier dazwischen. Und dann geht's weiter. Auf in die Bresche! Auf in die Bresche. So, prima. Die Hälfte haben wir schon. Aber mit seiner Drachenkarte hier. Wo war die? Das Dingen. Ja. Ja, plus ein Zauberschaden macht dann nämlich richtig Aua. Ich ziehe mal eine Karte. Ach, nee, die spiele ich jetzt nicht. Auf in die Bresche. So, so, so. Ich spiele mit der nächsten Runde aus. Den und dann den. Dann fliegt der zwar weg, aber. Je nachdem, was er jetzt halt hier wegkriegt. 2. Mhm. Letzte Hoffnung. Spotter. Okay. Ja, heil ich nochmal. So. Na, wir machen das jetzt. Schmeißen die 2 Karten raus. Jawohl, das war da perfekt. So, noch ein Seelenfeuer und. Ach ne, ja, der wird sich nochmal versuchen, hier hoch. Ne, obwohl, der muss jetzt schauen, dass er das hier wegkriegt. Ich sag mal so. Ich glaube, das sieht nach einem Sieg aus. Oder auch nicht. Das hat er gut gemacht. Das hat er sehr gut gemacht. Jetzt war ich doch zu. Tja, jetzt müssen natürlich Karten kommen, ne? Na dies. Oh, das sind jetzt genau die falschen. Jetzt habe ich hier schon gejubelt. Und dann sowas. Mann, Mann, Mando. Das war echt ein Kalter. So eine Scheibe. Oh Mann. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Nein. Yes. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Also irgendwie hatte ich jetzt das Gefühl, jetzt am Ende, das wird nochmal eine enge Kiste, aber die Karte kam ja jetzt dann doch, wie sie sollte und naja. Okay. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir werden in der nächsten Folge dann sehen, wie es weitergeht. Vielleicht habe ich dazwischen wieder etwas gespielt, ansonsten schauen wir hier auf Rang 15 einfach weiter, wie wir vorwärts kommen bis zum Ende dieser Saison. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao, euer Kingsen.